Clubhouse Nation. Es ist Donnerstag, Zeit also mal wieder einen Blick ins Gelsenkirchener Küchenstudio Brinkmann zu werfen. Und dort soll heute Markus Kuno fit gemacht werden. Der ist Polizist, Schlagersänger und vor allem eins, ein miserabler Koch. An letzterem soll unser Vorzeigebocu Heinrich Wächter schleunigst etwas ändern. Hier sind wieder unsere 17:30 Kochkerle. Ich bin jetzt zu allem bereit. So klingt Markus Kuno aus Dortmund. Der singende Polizist tauscht heute Handschellen und Mikrofon gegen Schälmesser und Kartoffel und will für Freundin Anja kochen, und zwar ohne Gefahr für Leib und Leben. Wenn ich jetzt mal richtig Hunger habe und denke mir, ach, jetzt haust du dir nicht nur irgendwie Fastfood rein, ne? Dann mache ich die Pfanne an, kipp da Öl rein und dann setze ich mich irgendwie wieder am PC. Und einmal ist es schon so heiß geworden, dann war es schon oben, also dann brannte das kurz. Also da könnte ich mir vorstellen, dass die Küche einfach komplett abbrennt. Also das könnte ich mir beim wirklich vorstellen. Gurken, Zwiebeln, Kartoffeln, dazu eine heiße Fleischwurst. Ein eigentlich einfaches Gericht aus Westfalen. Aber schon das Zwiebelschneiden stellt den verbeamteten Schlagerbaden vor große Probleme. Ist aber ziemlich grob, ne? Ach nee, das ist schon gut. Das ist schon gut so. Aber ein bisschen grob ist er doch. Also ich bin schon ein guter Zwiebelschneider, würde ich sagen. Ja, wenn gut, lassen wir mal. Zwiebelschneider ja, aber nicht gut. Und dann schummelt der Polizeikommissar auch noch bei der Gurke. Guck mal, kannst du den Gurken mal angucken? Guck dir mal an. Den siehst du nicht. Ja, guck mal. Hey, also, taktische, guck mal den Unterschied an. Ja? Meine Güte, ne, ehrlich. Guck mal, das ist nicht nur einer, der hat noch mehr davon. Als Dortmunder musst du dick aufpassen. Boah, ja, das ist ein schummelt. Der Borussen-Fan versucht, von seinen dicken Dingern abzulenken und den Schalker Küchenmeister Heinrich Wächter aus der Reserve zu locken. Denn eins hat Dortmund Schalke voraus. Ich habe da die Tage was gehört, irgendwie, da gibt es da so ein Fußballmuseum. Weißt du, wo das ist? Ja. Ja. Ja, du sprichst aber nicht aus, ne? Aber Heinrich weiß genau, womit seine Heimat auftrumpfen kann. Wir in Gelsenkirchen sind die heimliche Hauptstadt der Fleischwurst. Das weißt du nämlich nicht. Ehrlich? Wir haben in Gelsenkirchen die meisten Betriebe, die prämiert worden sind mit der besten Fleischwurst. Ohne Jux. Ohne Jux. Genau deshalb gibt es heute Fleischwurst aus Gelsenkirchen auf den Teller. Und zwar möglichst schnell, Markus. Ich hab Hunger. Ich hab richtig Hunger. Ich hab aber Hunger, beeil dich. Und dann der Moment der Wahrheit. Ich mag gerade nur so ein großes Stück Zwiebel. Ja. Das ist wunderbar. Du machst mich Sommer. Ich bin jetzt zu allem bereit.